Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, das Feld hier ist fertig gewalzt. Und wer sich jetzt fragt, was hat er nun wieder für einen Unsinn vor? Warum heißt er denn mit einem Mistwagen unterwegs und hat das Mist hinten drauf? Seine Saatgut liegt da, der andere Trecker ist verschwunden. Der andere Trecker steht schon hinten beim Feld 41 mit der Walze hinten dran, damit er denn da nachher walzen kann. Wir wollen jetzt Folgendes machen. Wir wollen nämlich... Tadatapt. Da mal drauf drücken. Und dann habe ich nämlich in der Folge, in der vorigen, also vorvorigen Folge, habe ich diesen Auftrag gesehen, dass wir Feld 68 düngen können. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Fortschritt 0%. Für knappe 14.000 Euro dachte ich mir, den Auftrag, den kann ich wirklich annehmen. Der ist nicht schlecht, der finanziert mir wieder ein Jahr alles, was ich ausgebe, oder einen Monat, davon meine Fixkosten. Und deswegen habe ich jetzt entschlossen, dass ich mal mein Mist und ähnliches alles rausbringe. So, wir werden jetzt Folgendes machen, F1 drücken. Automatische Ausbringermenge deaktivieren, Komma. Dann werden wir die Menge ändern auf ein Minimum. 0,7 Tonnen je Hektar. Und das sollte eigentlich dann, ja, ich weiß nicht, wie viel Ausbringermenge ich denn von dem Zeug da drauf habe, aber ist auch egal. Wir gucken mal, wie weit wir denn kommen hier mit dem Teil, wenn wir die minimalste Ausbringermenge einstellen. So, dann einmal so, damit wir wissen, wie breit wir sind. Dann einmal so, nee, so, so. Dann würde ich die 3 drücken und dann würde ich hier hinten B drücken. Und dann geht das hier los und dann schmeißt er hier jetzt einfach mal schön den Mist raus. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen hier auf dem Stück mit einer Einheit Mist. Ich vermute mal, so wie es aussieht, schaffen wir nicht mal einmal hoch. Okay, so. Sieht doch nicht aus, als wenn das minimale Ausbringemenge ist, aber okay. Dampft auf jeden Fall schön. Na, wir gucken mal, wie weit wir kommen. So. Dann werden wir nämlich diesen Auftrag hier nämlich noch erfüllen. Zum Schluss kann ich ja immer noch mit der großen Spritze drüber fahren. Ich weiß nicht, ob ich noch flüssige Dinge habe, oder muss ich mir welchen besorgen. Das kriege ich ja schnell hin. Und dann fahre ich dann kurz dann mit dem PKW da hoch. Und hole schnell den Container Flüssigdünge. Aber nur, dass es denn hier als, sag ich mal, das Geld durchaus, ja, dass ich durchaus meinen Kuh und meine Gülle zu einem besseren Kurs verkaufe, als wenn ich das Zeug verkaufe in der BGA oder so. Also, dass ich da ein bisschen was draus mache. Natürlich muss ich die Zeit wieder investieren. Dauert wieder eine knappe Stunde hier, glaube ich, dieses Feld sozusagen so fertig zu machen. Obwohl die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit mit 15 ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ich kann, glaube ich, gibt noch mehr. Ich kann ja mal ein bisschen erhöhen hier den Automorden, damit er ein bisschen schneller fahren kann. Wenn er möchte. Aber wir schaffen doch eine Tour hoch, immerhin. Hätte ich gar nicht jetzt so erwartet. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das hier einmal hoch reicht. Um ein bisschen Glück sogar noch einmal quer. Dann können wir hier das Feld ein bisschen ausmalen und verdienen uns halt noch ein bisschen was nebenbei. 14.000 sind 14.000, nehme ich gerne mit. So, jetzt sind wir leer. Dann geht's wieder zurück. Also ich habe meinen ganzen Mist jetzt einfach hier aufbrauchen, ein bisschen was habe ich ja davon. Und den werde ich jetzt ja einfach erstmal drauf streuen, dann werden wir die Gülle wahrscheinlich auch noch hier drauf streuen oder drauf laufen lassen und dann denke ich, werde ich erst in Richtung Kunstdünger gehen. Ich meine, ich hätte noch Flüssigdünger. Und dann mit der Spritze, das sollte eigentlich ganz gut gehen dann. So, dann hier ran. Was kann ich, wie viel habe ich eigentlich von dem Zeug hier? Ach, ist ja gar nicht mal mehr so viel, also. Okay, ja, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Ist wirklich nur noch
nochmal ein halber Hänger sozusagen. Also dann, das sind ja, ist nicht so viel geschafft. Ja, also ich hatte gedacht, dass ich mehr schaffe mit meinem eigenen Material. Aber okay. So. Dann Steuerung W. Reingedrückt. Und raus damit. Die Textur ist schon hübsch, ne? Also nachdem du Mist rausgestreut hast, ist eine schöne Textur dann, die da drüber gelegt wird, der Layer, ne? Das ist ja so ein bisschen, könnte so ein bisschen gemulcht aussehen, ne? Ist schon hübsch. Haben sie schon schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Haben sie echt schön gemacht. So. Dann fahren wir wieder runter und dann gucken wir, dass wir dann beim mit dem Rest, den wir dann noch haben, und ein Stückchen runter vielleicht die Bahn fertig kriegen. Ansonsten geht es dann mit der Gülle los. Fangen wir auf der anderen Hälfte vom Feld an und dann machen wir die Mitte dann voll mit der Spritze, glaube ich. Naja. 10% haben wir geschafft. Immerhin. Umso weniger wir selber kaufen müssen. Und es ist ja da. Und es wird immer mehr da sein. Wenn denn jetzt, obwohl ich immer noch nicht sicher bin, ob aus dem Schweinestall der Mist darüber wandert oder die Gülle oder so, das, beziehungsweise der Mist darüber wandert, da bin ich mir irgendwie noch nicht ganz sicher. Aber kann ich auch nicht verifizieren, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel das alte oder der alte Kuhstall da gemacht hat. Naja, so. Aus. Romseck. Irgendwie gedrückt. B gedrückt. Abfahrt. Könnte knapp reichen, dass wir uns in der Mitte wieder treffen. Mit dem 4400. 6400. Wir hatten 9000. 2000 bisschen, was war noch drin. Das wird ganz, ganz knapp nicht lang, aber. Weil das die Spur voll wird mit dem Rest von unten hochfahren. Gucken wir mal. So. Einmal noch abgeholt das Zeug. Alles steht hier rum in dem Bier. Ich ging ran. Der Mistbunker noch mal leer. Ach, wo gerade eine volle Stunde rum. Okay, gab es noch mal 300 extra oben drauf. So. Dann hier. Reingefahren. 3 gedrückt. Und B gedrückt. Ab geht's. Gucken wir mal. Daumen drücken, dass wir bis da oben hochkommen. So. Ja, was gibt sonst Neues zu erzählen? Siehst du, genau. Noch eine kleine Story wieder von der Arbeit nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge erzählt hatte, aber da habe ich gesagt, dass ich noch abends so schnell was fertig machen wollte, dass ich ein bisschen später aus der Arbeit rausgekommen bin und war, dass ich da eigentlich ganz stolz drauf war, dass ich das sozusagen vereinfacht gekriegt habe, was da jetzt passiert und alles mal wieder so ein bisschen auf eine festere Basis zu stellen. Da habe ich jetzt Kommando Trommel gekriegt, also Kommando zurück. Da musste ich jetzt sozusagen wieder doch den anderen Kram alles wieder so einbauen, wie es vorher war, damit das so ist, wie es vorher war. Na, ich weiß nicht, also so entwickeln, es ist einfach nicht, es ist, ey. Was? Haargenau gereicht? Also, ich bin ja begeistert. 3 Bahnen haben wir geschafft. Na gut, okay. Gucken wir, wie viel Prozent das sind. Das sind ganze 19%. Sehr schön. 19% sind die geschafft. Ja, und was denn, heute ist denn Montag schon, ne? Oh, das ist ja schon nach Super Bowl. Meieiei, wollte ich auch noch quatschen. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die Folge kommt schon mal danach raus, weil wir haben noch Samstag. Aber gut, auf jeden Fall war dann da halt Kommando Trommele, alles wieder zurück, ne? Alles wieder auf Anfang und
Nee, mach mal das alles wieder so rein, wie es früher war und. Was natürlich auch zu Komplikationen geführt hat, weil ich das ja schon längst alles weggeschmissen hatte, weil ich sagte so, ja komm, den Mist, den wirst du so nicht mehr brauchen, das ist alles Blödsinn, Unfug, grober Unfug. Ja, musste ich wieder einbauen. Das habe ich wirklich, also ich habe einen Zeithorizont, habe ich meinem dazu zuständigen Leiter gegeben bis Mittwoch, aber ich muss sagen, ich habe es am Freitagabend um, ich war dann noch wieder länger da, aber weit nach 17 Uhr dann noch wieder geschafft, das dann auch einen Test sozusagen immerhin hinzugeben, dass die Leute da was testen können. Na, komm raus da. Klappt schon. Ja, danke. So. Ob das jetzt funktioniert, denn nachher am Ende so, wie es sein soll, das kann ich noch nicht sagen, aber das wird sich dann zeigen, glaube ich. Gut, ich bin Montag nicht auf Arbeit, wenn die das testen. Von daher bin ich da ja dann erstmal raus. Können die da erstmal was machen und ich kann in ganzer Ruhe zugucken, dass ich dann wach werde. So, dann klappt man den ganzen Schrunz hier aus. So, dann machen wir hier, so, so. Dann stellen wir uns hier mal halbwegs gerade auf den Acker. So. Ja. Ach so. Ein bisschen darüber. Wenn ich oben bei dem Dings auch so genau an die Kante gegangen wäre, wäre es auch schön gewesen, aber. Okay, so. Sind wir mal. Nee, falsche Richtung. So. Zieh dich mal da drauf und denken was ab hier. Gut, gucken wir mal, wie weit wir hier mitkommen. 19% hatten wir schon. Vielleicht schaffen wir mit unserem eigenen Material dann insgesamt die 50% und dann mit 50% gekauften Düngemittel drüber gehen nochmal. Ja, es geht ganz gut raus, ne? Aber wir schaffen noch Meter. So ist es ja nicht. Gut. Ja. Das heißt also, wieder kommen wir da zurück, alles nochmal neu oder beziehungsweise alles Alte wieder reinbauen und das Neue dazu bauen. Ich finde, das ist so ein bisschen, man hat ein Baumhaus gebaut und hat jetzt an dem Baumhaus links so ein bisschen was dran gebaut, rechts so ein bisschen was dran, hat aber nie daran gedacht, vielleicht einen zweiten Baum mit aufzustellen als Grundlage oder zumindest eventuell, also wenn man möchte oder diese Metapher durchziehen möchte, da einfach gesagt so, ja, wir nehmen jetzt mal das Baumhaus runter, stellen es auf die Erde, damit wir ein gutes Grundgerüst haben und bauen dann oben drauf. Das ist halt, hat halt nicht stattgefunden. Das finde ich halt schade. Da habe ich ja noch ein bisschen gemeckert und gesagt, so, das finde ich nicht gut. Ich hätte das gerne anders, aber wer bin ich schon? Bin ich nicht maßgeblich genug für. Das ist halt eben genau das, was mich dann halt eben immer so arg dran stört. Dass man da immer wieder eigentlich vorankommen möchte mit bestimmten Sachen und es einfach nicht kann, weil man immer wieder ausgebremst wird an anderen Stellen. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schade. Aber man will es so, anscheinend. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass man sagt, dass man das genauso haben möchte. Sonst würde es man ja nicht so machen. Sonst würde man ja vielleicht eventuell dann noch dann das ein oder andere Mal mehr auf Beschwerden oder andere Sachen eingehen. Also, keinen Kopf machen, einfach weiterarbeiten. Und gut ist, ne? Klar, ist es ein bisschen Frust, wenn man dann immer wieder für die Schublade was macht und oder beziehungsweise für die Mülltonne. Aber kannst nicht ändern. Leider. Gut, genug beschwert darüber. Wir wollen ja hier noch ein bisschen, nicht?
Gülle rausbringen und das erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass bei uns so ab und zu, also meine Firma ist ja dann doch ein bisschen im Freien und da sind ein paar Koppeln links und rechts. Und es gibt ja so, glaube ich, Düngetage mittlerweile. Also du kannst ja nicht mehr jeden Tag oder jederzeit, wenn du möchtest, der Meinung sein, ich fahre jetzt mal ein bisschen Dung aus, ich fahre mal ein bisschen Mist aus oder ein bisschen Gülle aus. Nee, das geht bloß noch an bestimmten Tagen im Jahr und dann darfst du und dann riecht aber auch die ganze Gegend danach, ne? Also da hast du dann auch wirklich überall an dem Tag, ist klar. So, und das ist ja dann doch manchmal doch schon eher ein herberer Duft, der von da abgeht, der von da ausgeht. So, zusammenklappen. Und Abfahrt. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Also früher hat sich das halt ein bisschen mehr verteilt. Ne? Dann hast du mal so ein bisschen Duft davon gehabt. Aber hat es dann auch wieder Ecken, wo du es gar nicht gerochen hast. Aber mittlerweile ist ja wirklich so, egal wo du dann hinfährst, dann ist erstmal, dann mupfelt es erstmal. Um das jetzt mal in kinderfernsehgerechter Sprache auszudrücken. %60, ne? Dann komme ich einmal hoch und den Rest von der Bahn, die ich da gemacht habe. Naja, ich würde das jetzt dann nicht so offen lassen als das Stück, was ich nicht mehr schaffe, aber man muss ja nicht alles nur zu 100% machen. 10% vom Feld kann man ja offen lassen. Gucken wir mal, bis weit wir gekommen sind. Ich setze da nochmal an, dann fahre ich hoch. Gut ist, ja. Sieht gut aus. Die Idee klingt nicht schlecht. So, dann gehen wir hier mal rüber. Dann an die Spur hier. So. Fahr mal an. Ich klapp mal aus währenddessen. Ist nahtlos angesetzt. Dauert bloß ein bisschen, bis es aktualisiert wurde. Okay. So. Ziehen wir hier mal kurz rum. Dann fahren wir hier wieder hoch. So. Auf geht's. Bis ganz oben schaffen wir es nicht, aber fast. Und die kleine Delle, die jetzt da frei geblieben ist. Ich denke, das lassen wir einfach frei. Das passt zu dem 1%, der eh überbleiben kann. Und dann setzen wir dann da an mit der Spritze. Geld verdienen, 14.000 Euro verdienen, ja. Möchte sie haben, hier. Ach, ja. Ja, würde ich jetzt auch so ganz gerne nehmen, muss ich sagen. Ich habe übrigens meine Pläne, den Rechner zu kaufen, so ein bisschen wieder ACTA gelegt oder ein bisschen nach hinten geschoben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt so, ob das gerade in diesen Momenten oder jetzt die richtige Investition wäre. Weil es doch eine etwas größere Investition ist und ich das dann eher mal lieber, ja, naja. Vielleicht was anderes brauchen könnte. Man weiß es nicht. Na, da bin ich noch ein bisschen, da muss ich gucken. An sich gerne, also neuer Rechner, warum denn nicht, ne? Also immer her damit, aber so ganz so. Zack. Ja, ist es vorbei. So. Fast ist leer. Muss ich gucken. Welche Komponenten ich jetzt dann da am Ende denn doch wirklich ganz haben möchte. Da bin ich nämlich nicht ganz sicher. Da muss ich nämlich noch ein bisschen was gucken, ein bisschen was üben oder ein bisschen was ausgucken. Was man da als nächstes für Komponenten da wirklich nicht reinbauen will. Also, sagen wir mal, die große Frage ist, nehme ich wieder einen Ryzen oder nehme ich einen Intel? Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mit dem Intel bin ich aber ein bisschen teurer unterwegs, mit dem Ryzen günstiger bei ähnlicher Leistung, aber auch wärmer und alles sowas, ne? Und aber Intel ist dann jetzt auch dann doch schon wieder so für dieses Gaming ein bisschen wieder optimieren die Spiele auch für den Intel und sowas. Es ist alles so ein bisschen, muss man gucken. Also da bin ich noch nicht ganz durch mit allem. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Wenn ich dann die Spritze hier dran habe. Mal gucken, was jetzt drin ist. Ob da jetzt Unkrautmittel drin ist, gar nichts drin ist oder Düngemittel. Ich habe ja schon lange nicht mehr gespritzt. Ne? Das ist Unkraut-Ex, okay. Und dann müssen wir mal ausladen und dann müssen wir da oben mal gucken, was da noch rumsteht. Ob dort Flüssigdünger ist. Könnte aber sein. So, machen wir raus hier. So, fahren wir da dran. Nehmen wir mit. Oh, das ist schon ein Schutzmittel. Ein Dünger. Alles klar, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.